Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das finale Lagerfeuer von Temptation Island. Und zwar um das finale Lagerfeuer von Sandra und Tommy und all das Drama, was sich dazu auf Instagram abgespielt hat. Alle Infos, die es dazu gab. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Sandra hat natürlich nach diesem Lagerfeuer, jeder, der es gesehen hat, wird, denke ich, gleichermaßen eigentlich schockiert gewesen sein. Sie hat dementsprechend auch viele Nachrichten bekommen, schockierte Nachrichten, wahrscheinlich auch sehr unfreundliche Nachrichten und hat sich dann dazu in ihrer Story geäußert und zwar wie folgt. Bevor ihr solche hasserfüllten Kommentare schreibt, macht euch doch mal in Ruhe Gedanken. Wenn einem bewusst ist, man ist nicht fremd gegangen, sondern hat wie abgesprochen was Show gemacht, sich auf das Wiedersehen freut und keine Ahnung hat, wie schlimm der Partner diese Bilder und Schnitte fand. Da fand ich schon mal interessant. Also erstmal fremdgegangen. Im klassischen Sinne ist sie für mich auch nicht. Und dann, so wie abgesprochen Show gemacht hat. Also zum einen haben wir hier nur Sandras Seite. Ne? Tommy hat sich bis jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, nicht geäußert. Aber sie scheinen auf jeden Fall eine Absprache gehabt zu haben, laut Sandra, dass sie ein bisschen Show machen soll. Jetzt ist wieder das Ding, wenn man nicht genau definiert, wo die Grenzen für so eine Show sind, dann kann es natürlich passieren, dass man auch Grenzen überschreitet, so wie Sandra das getan hat. Wobei da eigentlich der Verstand einsetzen sollte, weil eigentlich müsste mir klar sein, dass es meinem Partner nicht gefällt, wenn da ein fremder Mann auf meinem Schoß liegt und mich streichelt, ich ihn streichel, er meinen Oberschenkel küsst. Also die Absprache Show hin oder her spielt für mich da keine Rolle, weil ich denke, es wird einfach nur darum gegangen sein, dass sie möglichst viel Sendezeit bekommen, Tommy und Sandra, damit sie wahrscheinlich ja, Followerzuwachs haben, mehr Kooperation, ne? So das Übliche, warum man diese Shows auch macht. Ich denke nicht, dass die Abmachung beinhaltet hat, dass sie sich auf einen anderen Mann in der Form einlassen soll. Sie schreibt weiter. Dann aber nicht beachtet wird, kein Hallo, kein Angucken, kein Aussprechen. Die kalte Arroganz kam von ihm direkt am Anfang, nicht von mir. Ich glaube, boah, ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte. Ich kann ihn da ein Stück weit verstehen, dass er da das nicht erträgt. Hallo und schön, dass du wieder da bist, weil so ist es ja nicht. Er ist verletzt und ich glaube, das ist einfach nur so eine Unsicherheit auch, ne? Es ist ja auch eine komische Situation. Nach 2 Wochen siehst du deinen Partner wieder. Du gehst da rein und denkst dir, yippie, 2 Wochen ein bisschen Urlaub. Und die zwei haben sogar noch, das hatte Sandra gestern in ihrer Story, haben sogar noch direkt 3 Tage später erst einen Flug gebucht, weil sie noch in Portugal geblieben sind. Auch interessant, mal gucken, ob wir davon was zu hören oder sehen bekommen von einem von beiden. Die sind da rein und sind ausgegangen, die gehen da zusammen wieder raus. Tommy wurde da halt jetzt ganz übel enttäuscht und ja, das wird ein Schutzmechanismus gewesen sein, denke ich. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da meinen Partner begrüßt hätte. Also ich hätte wahrscheinlich Hallo gesagt, wäre aber sitzen geblieben und hätte dann auch wie Tommy da einfach gewartet, dass Lola anfängt zu moderieren. Und sie schrieb dann, dann sieht man selber die Bilder und merkt erstmal, wie schlimm der Partner das fand, sieht dann ein, okay, war zu viel, aber der Partner schaltet auf stur und macht Schluss. Wie würdet ihr genau in diesem Moment reagieren? Ihr könnt es nicht nachvollziehen, weil ihr nicht dort wart und es nicht eure Beziehung ist. Es ist immer eine gute Frage, wie würdet ihr reagieren? Wenn ich jetzt in ihrer Lage wäre, ist das blöd, wenn man dann erst checkt, wie ich meine, die stehen noch immer unter Alkoholeinfluss, ne? Und unter dieser riesen Bubble, von der sie immer alle sprechen. Dementsprechend denke ich, die werden bestimmt schon einige Dinge gar nicht mehr auf dem Schirm haben, die da gezeigt sind. Aber die Art und Weise, wie sie dieses Lagerfeuer da gemacht hat, Selbstschutz hin oder her, ist einfach, ja,
nicht schön. Und da jetzt zu sagen, ja, Tommy hat mit seiner arroganten Art angefangen, weiß ich auch nicht. Er hat jedes Recht, sauer zu sein, und spätestens nach den Bildern hättest du ihn verstehen müssen. Oder zumindest einige Parts, auf die er sauer war. Also das erste Lagerfeuer zum Beispiel damals fand ich auch nicht schlimm, wo, ich glaube, Bennett den Arm einfach nur ihr um die Schulter gelegt hat und die Schulter gestreichelt. Also da wäre ich wieder eifersüchtig, wenn ich das von meinem Partner sehen würde. Noch fände ich das schlimm, wenn ein Mann mich in den Arm nehmen würde. Aber da hat jeder seine eigenen Grenzen und das muss auch jeder in seiner Beziehung selber festlegen. Aber bei den restlichen Bildern finde ich, wäre etwas Empathie angebracht gewesen, Tommy gegenüber. Und sie hat die ganze Zeit beim Lagerfeuer gelächelt und hat es so, auch wo es um das mit der Schulter ging, es war scheinbar für Tommy schlimm. Und dann kannst du dich da sitzen, deinen Partner an der Schulter packen und sagen, das fandest du jetzt schlimm? Ja, das war schlimm. Also wie provokant möchtest du bitte sein? Schwierig, die Art und Weise auf jeden Fall. Also für mich wird es gar nicht gehen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aurelia hat sich dann auch dazu geäußert. Aurelia kommentiert auch immer so die einzelnen Temptation-Folgen auf ihrem Instagram-Profil und hatte dann eine Fragerunde. Und unter anderem war die Frage dabei, was sie von Sandras Arroganz beim Lagerfeuer hält. Aurelia hat dann daraufhin geantwortet, also kurz zusammengefasst, ihr könnt es euch gerne hier, ich packe es hier rein, auf jeden Fall den Screenshot durchlesen. Also sie hat Sandra wohl vor einer Woche kennengelernt und hat halt Hintergrundinfos von Sandra bekommen, unter anderem die Story, dass das wohl, so wie sie es gemacht hat, genauso mit Tommy abgemacht war. Ist jetzt halt schwierig, ne? Tommy hat sich bisher nicht geäußert. Es wäre interessant zu wissen. Aber wenn das halt wirklich so abgemacht war, Leute, ja, dann bin ich von. Also Sandra, so das Thema ist eh für mich jetzt aktuell nach der Staffel durch. Aber Tommy ist für mich schon so ein Sympathieträger eigentlich. Und ja. Wenn das aber stimmen sollte, ist das natürlich sehr enttäuschend, ne? Also sind halt dann einfach alle unglaubwürdig in diesem Geschäft scheinbar. Und Aurelia hat dann auch nur gesagt, für sie wäre es zu 100% Betrug, diese Art von Berührungen. Wie gesagt, für mich wäre es jetzt kein Betrug im klassischen Sinne, weil schlussendlich die Bilder, die man gesehen hat, ne, man weiß ja nicht, was da noch so passiert ist vielleicht. Aber das, was man gesehen hat, das ist nicht schön. Wäre für mich auch grenzüberschreitend, dieses jemand anderes küsst meinen Oberschenkel. Aber es ist halt nicht der Betrug im klassischen Sinne, ne? Dieses Küssen und alles, was dann darüber hinausgeht. Ich glaube, das sind Dinge. Ich weiß es nicht, es ist schwierig. Ich bin nicht in der Situation zum Glück. Ich hoffe, ich komme auch nicht in die Situation. Aber. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich, wenn mein Partner das machen würde, ob ich da sagen könnte, okay, müsste man auf jeden Fall ausführlich drüber sprechen. Aber ja, für Aurelia wäre es auf jeden Fall auch ein No-Go. Und dann hat Sandra eine Story hochgeladen, in der sie so ein bisschen, ja, versucht zu erklären, wieso, weshalb, warum das alles so gelaufen ist. Aber ganz kurz auch mal zu unserem Lagerfeuer, weil das ist natürlich das wichtigere Thema. Ich erkenne mich da in dem Moment sehr wieder. Und zwar ist das tatsächlich meine sture, bockige Art gewesen. Ich muss euch eine Sache dazu sagen. Tommy kennt das von mir und er hat sich damals auch kaputt gelacht, wo meine Mama ihm das erzählt hat. Ja, also gut ist ja, dass sie so reflektiert ist, dass sie versteht, okay, es ist einfach ein Trotzverhalten, ne? Es ist kein normales Verhalten, was sie da an den Tag gelegt hat. Und zwar als Kind, wenn ich etwas nicht bekommen habe und es nicht nach meinem Willen ging, habe ich die Luft angehalten. Und ich habe die so lange angehalten, dass ich sogar ohnmächtig geworden bin und umgefallen bin. Das ist super interessant, ne? Also die meisten Dinge kommen halt wirklich aus der Kindheit, so die uns prägen. Und ich habe einen sozialen Beruf erlernt. Also ich habe schon viele verschiedene Verhaltensmuster, auch gestörte Verhaltensmuster kennengelernt. Also ich habe schon einige Menschen und Verhaltensweisen kennengelernt. Aber sowas, was sie gerade beschreibt, das ist mir tatsächlich auch noch nie passiert im Job, dass ich so jemanden kennengelernt habe. Und das muss, ich stelle mir das, ich bin selber Mama und ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor.
wenn dein Kind anfängt, wenn es nicht den Willen bekommt, was eh schon eine schwierige Phase ist, ne? Wenn die nicht ihren Willen bekommen, das wäre eine kleine, ach, kleine Teufel. Aber wenn die dann die Luft anhalten und das so raus provozieren, dass sie dann ohnmächtig werden und umkippen, weil der Körper nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt ist, da machst du dir natürlich auf jeden Fall Gedanken als Elternteil, ja. Aber es muss ja von irgendwoher kommen. Also du kommst ja nicht auf die Welt und denkst dir, ach, jetzt kriege ich meinen Willen nicht, jetzt halte ich die Luft an, bis ich umkippe. Oder bis ich blau werde und meine Eltern Panik bekommen. Also irgendwo muss sie das ja herhaben. Das ist ja keine Idee, auf die du jetzt einfach mal so kommst, schon gar nicht im Kleinkindalter, wo das ja losgeht mit diesem Trotzverhalten. Ja, es klingt lustig. Für meine Mama war es natürlich nicht so toll, wenn das Kind auf einmal ja, ohnmächtig wird und hinfällt. Deswegen habe ich hier auch übrigens Narben, weil ich ein paar Mal halt hingeflogen bin. Ja, sage ich ja, als Elternteil ist das Horror. Ich bin froh, ganz ehrlich, dass ich nicht am Lagerfeuer einfach die Luft angehalten habe, weil ich wusste tief im Inneren, dass ich was falsch gemacht habe. Da bin ich auch froh, dass du das nicht gemacht hast, dass du da mittlerweile andere Strategien gefunden hast. Ob jetzt das Verhalten, ne, dieses Arrogante und so die richtige Methode ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Müsste man wahrscheinlich mal nach einer anderen Bewältigungsstrategie gucken, wenn man da so, ich sag mal, ins kalte Wasser geschmissen wird. Aber das vor den anderen da in dem Moment zuzugeben und bei Tommys kalter Art bin ich nicht angekommen. Ja, also wie ich schon gesagt habe, es war Schutzmechanismus. Sie hat sich, naja, nicht ertappt gefühlt, aber sie hat in dem Moment auch das erste Mal, glaube ich, gecheckt, dass sie was falsch gemacht hat, weil die Interviews in der Villa waren ja immer sehr selbstsicher und alles gut und ne. Und manchmal versteht man Dinge erst, wenn sie einem nochmal vor Augen geführt werden. Trotz allem kann ich das halt nicht positiv sprechen, ne? Also ich versuche einfach nur ihre Sichtweise zu verstehen. Das Verhalten war trotzdem blöd, aber er müsste sie auf jeden Fall nochmal irgendwie an sich arbeiten, ey, dass sie das rauskriegt. Weil wenn das ihre Art und Weise ist, auf also Schutz, sich selbst in Schutz zu nehmen oder Kritik abzuwehren, dann ist das halt absolut für alle Mitmenschen um sie rum eine Katastrophe. Meine Mama ist dann halt auch zum Arzt damit gegangen und hatte Angst, aber der Arzt hat sie beruhigt und hat gesagt, sie kann stolz sein, dass sie so eine Tochter hat, weil sie einen starken Willen hat. Das finde ich eine schwierige Aussage, weil klar ist es gut, ein willensstarkes Kind zu haben. Das ist immer besser, als ein Kind zu haben, was sich alles gefallen lässt. Aber es muss im Rahmen sein, ne? Also es kann nicht sein, dass du der Tyrann deiner Familie wirst. Also wenn du dann so willensstark bist und nichts anderes akzeptierst, kommst du im Leben nicht weit mit. Ach, ganz, ganz schwieriges Verhalten. Was natürlich für ihr ganzes Leben gut ist. Jetzt beim Lagerfeuer sehe ich aber, dass es vielleicht mir einfach zum Nachteil geworden ist, weil ich von ihm die kalte Art gespürt habe und mit, ich habe auch eine emotionale Art. Ihr denkt alle, ich bin arrogant und kalt und sonst irgendwas. Nee, ich würde das jetzt nicht unbedingt auf sie als Person beziehen, aber das Verhalten, was man da gesehen hat, das war kalt, arrogant und ja, einfach gar nicht schön, gar nicht empathisch, null Empathie für Tommy in dem Moment. Nein, das stimmt nicht. Aber das kam nicht raus. Am liebsten hätte ich die Luft angehalten und dann wäre ich umgefallen, dann wäre alles vorbei. Ja, genau, dann bist du halt raus aus der Situation, ne? Das ist so dieses, du, das ist so eine Art und Weise, Verhalten, um die Situation aufzulösen, um der Situation aus dem Weg zu gehen. Das ist im Kindesalter schon schwierig, aber im Erwachsenenalter funktioniert das halt noch weniger, weil man wird immer Leute haben, egal ob das in der Familie ist, im Freundeskreis, in der Beziehung oder auf Arbeit, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und man wird immer übers Leben Kritik bekommen, was an sich ja auch nicht schlecht ist. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht übrigens. Das hat, also ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, aber ich glaube so mit 6, 7, 8. Gestern? Nein, was? Ich hoffe, sie meint 6, 7, 8 als Alter und nicht vor 6, 7, 8 Jahren. Aber ich denke, sie meint einfach das Kindesalter. Naja, das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht, aber ich weiß nicht, ich will das selber auch so. Ich will euch das nicht so. Ich nehme euch mit, ja, aber. Am meisten will ich es halt für mich reflektieren. Und das tut mir gut, darüber zu sprechen und das alles mir anzuschauen und
mich selber da nochmal zu sehen und das wahrzunehmen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, sie konnte aus diesen Bildern was für sich mitnehmen. Ja, schaut einfach, dass sie ihre Verhaltensmuster in diesem Bereich irgendwie ja nicht in den Griff bekommt. Das hört sich jetzt wieder so komplett negativ an, aber einen anderen Weg für sich selbst findet in so einer Stresssituation für sie, wo sie sich in die Ecke gedrängt fühlt, einfach da human dem anderen gegenüber auch mit umzugehen. Und dann hat sich jemand ganz Wichtiges gemeldet. Die Ex-Affäre, Ex-Liebelei von Sandra, den wir auch schon von Ex on the Beach kennen. Der hat ganz böse ja schon bei Ex on the Beach gesprochen. Und versucht jetzt gerade, wo Sandra halt so ein bisschen Hate abbekommt, damit drauf zu springen. Und ja, Sandra ist die Böse. Der hat in seiner Story dann hochgeladen: Ich halte mich noch zurück, aber mein Statement folgt noch. Hätte man sich zweimal überlegen müssen, mich 2 Jahre lang so schlecht darzustellen? Weiß ich jetzt nicht, weil ich kann mich nur daran erinnern, dass du Sandra im Fernsehen und auf Social Media versucht hast, in ein schlechtes Licht zu rücken. Reflexion 0, Einsicht 0, beziehungsfähig 0. Verletzend 100, verwirrte Wahrnehmung 100, Mitleid für Tommy 100. Da würde ich auch mal bei der Rechtschreibung ein bisschen gucken. Hundert. Mit T. Und dann hat er noch dazu geschrieben: Zusätzlich sagen die Blicke von ihr und ihrem Verhalten mehr als auch nur Worte. Vom Herzen wünsche ich Tommy, dass er sich nicht noch mehr Zeit klauen lässt. Es reicht. Und es ist mir egal, wie viele gegen mich schießen. Ich weiß, was ich selbst erlebt habe und wie manipulierend diese Person wirken kann. Sowas tut einfach weh und man weiß sich kaum zu äußern. Es kostet Energie und Erklärungsbedarf, das alles Revue passieren zu lassen und das in einem Maße, was ein wirklicher Mann nie zulassen würde oder muss, auch nicht in einem TV-Format. Okay, jetzt geht's wieder so auf diese Ich-bin-ein-Mann-Schiene. Okay. Sie splittet Wahres nur mit Nichtwissen oder angeblichem Vergessen. For real? Du hattest den Mann deines Lebens an deiner Seite und es war so schwer, einfach 11 Tage auf Abstand zu gehen. Okay, alles klar, du hast echt eine verdrehte Einstellung und Wahrnehmung. Lass mich raus und ich lass dich raus. Ich habe keine Ahnung, was er sich meldet. Wirklich, ich verstehe es gar nicht, dass wenn irgendein Verflossener, der nicht mal dein Partner war, sich auf einmal meldet, nur weil du gerade viel Aufmerksamkeit bekommst, ist halt schwierig, ne? Ich weiß auch gar nicht, wer ihn nach seiner Meinung gefragt hat. Bestimmt ein paar von seinen Followern, auf jeden Fall. Aber ja, ich finde es halt persönlich einfach unnötig. Ich wollte es nur mit reinnehmen, weil natürlich hat sich auch der Krümel geäußert. Er war auch in einem Live vor ein paar Tagen mit ein paar anderen Verführern oder Verführerinnen. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe da nur ganz kurz reingeschaut und hat einfach in einem Livestream versucht, Sandra genauso wie damals bei Ex on the Beach in so eine Ecke zu drängen, wo ich mir so denke, boah, komm mal klar. Also ich meine, wie viel Raum nimmt sie denn in deiner Person oder in deinem Leben noch ein, dass du so einen Redebedarf hast? Also keine Ahnung, für mich ist so vergangenes vergangen, ne? Haken hinter. Aber gut, so kann man auch Follower generieren, ne? Und dann, und das fand ich sehr interessant, hat sich noch Flocke geäußert. Der hatte nämlich auch eine Fragerunde und der wurde auch gefragt, was hältst du von Sandras Umgang mit der Situation? Also vor allem den Umgang jetzt. Flocke hat dazu geschrieben, was machst du, wenn du ertappt wurdest? Eventuell gibt es ja einen Plot-Twist in der Story. Ich bekomme ganz starke Mrs. M-Vibes. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, wen er mit Mrs. M meint. Ich könnte mir, aber Leute, das ist jetzt wirklich ohne Quellen. Das ist einfach nur, was mir als erstes einfiel, Malisa. Manche machen alles für Sendezeit und ein paar Follower. Mal schauen, wie es sich entwickelt.
Und ich weiß, er hatte in seiner Story auch, dass die Wiedersehensshow auf jeden Fall wohl nicht ohne war. Und wenn ich alles richtig deute, war Flocke auch Teil der Wiedersehensshow. Ich bin super gespannt. Und dann hat er noch eine Frage beantwortet. Ich finde es mies, oder eigentlich meine Aussage. Ich finde es mies, dass Sandra dir die Schuld versucht zu geben für alles. Das habe ich persönlich nicht mitbekommen, deswegen kann ich da gar nicht viel zu sagen. Aber er hat dazu nur geschrieben, klären wir alles nach dem Wiedersehen in einem Video auf. Und darauf bin ich sehr gespannt, auf dieses Video, weil ich bin allgemein sehr gespannt auf die Wiedersehensshow, weil ich denke, danach werden noch so manche Infos kommen, weil dann dürfen sie sich endlich komplett äußern. Und ich glaube, da kommt noch so einiges auf uns zu. Das war's mit diesem Video. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.